Servus Leute, willkommen zurück zu Dark Souls. Immer noch sind Osa und Hedy mit ihrer No-Death-Challenge beschäftigt. Hallo. Und ich habe jetzt auch mal in die Kamera gewunken. Okay, die Lorenor-Cam. Abgrund schreiten. Das macht der Wolf ja eh schon zuhauf. Der Typ gerade eben hat was davon geredet, deswegen, ja. Habe ich ihn mal angezogen, vielleicht bringt es ja was. So, jetzt bin ich hier. Das ist nicht so besonders. Da ist auch ein Weg, aber will ich da lang? Eigentlich nicht. Schlüssel zu den Fluttoren von Neu-London, mit dem die der Finsternis verfallenen vier Könige weggesperrt wurden. Als die Intelligenzia einst in Neu-London eindrang und die Geister der Finsternis und die vier Könige wegsperrte, wurden bewusst die blühende Kultur der Stadt und zahlreiche Leben vernichtet, die nun als Geister durch die Ruinen strahlen. Interesting. Ich habe nur eine verschlossene Tür gesehen. Dahinter war ein Aufzug. Nehmen wir mal an, da muss ich hin. Problem nur, ich muss den Weg wieder finden. Ich habe den Weg gefunden, das war ja einfach. Siegelschlüssel benutzt. Ah. Oh, Cutscene. Was? Oh, Drachen. Hallo. Moment, die Drachen waren im Wasser? Wie können die unter Wasser leben? Ah, egal, ich will nicht. Ich will die Logik des Spiels nicht hinterfragen. Das ergibt so oder so keinen Sinn. Drachen war nicht im Wasser. Sah aber so aus. Die Cutscene erinnert mich irgendwie an Resident Evil Zero. Wieso sollten die im Wasser sein? Die waren hinter dem Tor. Ja, aber das Tor ist ja geöffnet worden und das Wasser strömt da raus. Ja, und das ist in das Tal runtergeflossen. Ja, wo die ganzen Drachen sitzen. Die hätten Kosoma, weggespült werden bitte. sollen. Die haben ihre Badehose angehabt. Und Badehaube. Klar. Ja, glitzert was vorne. Das ist ein, sind das Leichen? Es gibt's nicht. Oh, nee, geht. Aber da hinten sind Treppen, die habe ich schon gesehen. Und da läuft einer. Was bist denn du? Ein schwarzer Ritter. Lol. Uiuiui. Hä? Was macht er da? Was ist das jetzt? Der hat ja ganz komische Sachen drauf. Aber er ist tot. 1200 dafür, dass die nichts können. Finsterhand, was ist denn das jetzt schon wieder? Das ist eine Angriffs- und eine Verteidigungswaffe. Aha. Der Soma sträubt sich, sehe ich gerade. Der will einfach nicht da hoch. 200? Die von Kathae angespornten Geister der Finsternis nutzen ebenso diese Waffe, die
auch als Spezialschild dienen kann, die Macht der dunklen Seelen und Menschlichkeit zu absorbieren. Insbesondere die Vorfahren waren in der Lage, selbst dem erfülltesten Heiligen im Nu ihre Menschlichkeit zu entziehen. Heißt das, ich kann damit Menschlichkeit aussaugen? Wie sieht denn das aus, wenn ich mich damit schütze? Achso, das ist das. Oh, oh Mann, das ist so ein Hammer-Effekt. Das sieht so geil aus. Das ist richtig krass. Und wie sieht es aus, wenn man damit angreift? Dann nützt der pariert nur. Ich glaube, ich bleibe doch bei meinem Ritterschild. Diese Drachen, die da sitzen, die sind mir schon wieder ein Dorn im Auge. Wieso? Ja, sie sind bedrohlich. Und was bedrohlich ist, muss ausgerottet werden. Ja, und? Die respawnen noch eh. Ja, immerhin geben sie ein paar Seelen. Außerdem hast du die doch sowieso schon mal gesehen. Ja. Das sind doch dieselben Drachen wie im Drachenteil. Wohl im letzten Part warst. Aber der Bogen macht verdammt viel Schaden. Das hatten wir schon mal festgestellt im letzten Part. Ich liebe ihn. Und da fällt er tot um, der Drache. Oh je, da bin ich jetzt, glaube ich, etwas zu nahe. Es sind noch zwei danach. Was droppt ihr mir hier so ein Mist? Ich brauche was anderes. Er will einfach nichts oder gar nichts. Ich will die Gargoyles so safe wie möglich machen. Oh. Ach, raschen hier. Ich hatte schon Angst, der eine Drache hat sich umgedreht. Das ist ein No-Death-Run, kein ich rushe hier durch das Spiel, Mann. Doch. Wenn ich schon kein Drachenschwert nutzen möchte, darf. Na. Und Phantome sind ja schließlich auch verboten, von daher muss ich mir ja Weiterkommen als ich auch. was anderes einfallen lassen. So. Zwei. Das sollte eigentlich reichen. Aber im Ernst, der Drachenbogen ist eigentlich ganz gut gegen Sif gewesen. Sif, wie auch immer. Ja, als Drachentöterbogen gegen einen Drachenboss ist doch kein Wunder. So mal bitte. Ich verstehe das nicht, ich weiß. Ich bin der kaltblütige Drachentöter. Scheiß, der kommt her! Warum kommt der her? Was soll das? Das war der, der am weitesten weg war. Ja, Kruzifix. Toll, jetzt steht er vor meiner Tür. Was mache ich jetzt? Auf. Scheiß Wetter. Ich verstehe nicht, warum der Wecker jedes Mal angeht. Ich habe ihn ausgestellt, aber irgendwie aktiviert er sich immer von neu. Das ist so eine Verarsche. Nur Drache? Ist auch nichts. Keine Lust, mich von einem Drachen verarschen zu lassen. Es kommt da schon wieder her. Verpiss dich, Drache. Ich bin nicht da. Na stimmt, ich war ja nicht im Leuchtfeuer. Seh dich, Drache, ich höre dich ganz genau. Ja, da ist er. Der steht genau vor meiner Tür jetzt. Na, wie geht's dir so, Drache? Lol, was macht er denn da? Guck mal so, wenn du kannst.
An der Leiter da. Ja, ich sehe es, ich sehe es. Ich hatte das mal bei zwei Skeletten, weißt du? Die Skelette waren beide an der Leiter und haben sich weder nach oben noch unten bewegt. Das eine Skelett war halt ganz unten an der Leiter, weißt du? Und ich konnte halt die Leiter trotzdem benutzen. Da habe ich halt die Leiter benutzt. Aber weil über mir ein Skelett war, konnte ich nicht nach oben laufen. Und wenn ich dann nach oben gedrückt habe, hat es so ausgesehen, als hätte mein Charakter das Skelett gefickt. Ja, manche Sachen sind schon lustig. Naja. Ah, dieser blöde Drache, der nervt volle Kanne. Jetzt haut er wieder ab, jetzt wo ich mich mit ihm messen will. Der verarscht mich total, jetzt reicht's mir. Ja, mein. Ey, du scheiß Drache. Oh, voll ins Fressbrett, der hat gesessen. Wenn der Drache mich jetzt killt, dann... Wow, der kann ein paar fiese Moves. Töte ihn! Saufen. Glaube ich nicht. Moment gleich. Bring ihn doch um. Danke. Ich muss jetzt mal einen kleinen Schnitt machen, weil der Anruf abgebrochen ist. Moment. Weiter geht's. Ich hoffe, ich vergesse nicht, die Maus rauszuschneiden. Das wäre echt peinlich. So, für Oso und Hedy kann man jetzt wieder hören. Ja. Nein. Perfekt. Ich habe den einen Drachen jetzt killen müssen, weil irgendwie... hat er mich die ganze Zeit über bedroht. Der Wolf fühlt sich wieder bedroht. Banditenzeugs, Spinnenschild. Ja, Spinnenschild, das habe ich doch schon. Ja, können das auch droppen. Wie viele Leichen hier sind, das glaube ich nicht. Das ist so ekelhaft und ich latsche ihn in allen herum. Ach man, einer war tot. Schade. Shit. Schade. Deswegen will ich das mit dem letzten, will ich mich halt bestens ausrüsten, weil du siehst ja, wie kacke das sein kann. Ja. Aber der Anfang war am geilsten. Eigentlich war der Anfang komplett unfair, weil ich habe einfach nicht blocken können, die ersten drei Attacken. Ja. Ich hab die ganze Zeit Block gedrückt, ich dachte mir, hab ich ihn beidhändig oder was? Warum blockst du nicht? Ich hab auf beidhändig Knopf gedrückt, ich hab auf das gedrückt, ich dachte mir, warum blockst du nicht, verdammte Scheiße, was ist das für ein Bug? Und dann hab ich rechts oben in die Ecke geguckt und dachte, nein. Ja, das wäre noch ärgerlicher, wenn du deswegen gestorben wärst. Aber das war der Hauptgrund, warum ich am Anfang so ein Problem hatte, weil ich hab ja die ganze Blitzpower verloren, sonst wäre das viel tot gewesen, viel früher. Das kann sein. Hinten steht noch Rick da. Machst du noch einen Versuch, oder was? Ja, wahrscheinlich. Es kotzt mich halt schon übelst an, ey. Wisst ihr, was jetzt geil wäre? Ein Leuchtfeuer. Oh nein, 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 nein. Gibt kein Leuchtfeuer für die Lorenau hier. Ja, genau, an so einem bekackten Ort soll ich gegen den battlen? Jetzt liegt's an mir wieder. Oh je. Nein. Was bist du? Sag Bescheid, wenn du bei Gargoyles bist, ne? Ich gucke eigentlich ganz gerne auch bei Bossen zu. Nein! Ich will keine Zuschauer. Ja. Oh, der hat mich getreten. Ich sehe. Nein, tritt mich nicht. Andererseits könnte ich den anderen Charakter laden, was den ich eingefangen habe. Ah, ey. Dann spare ich mir das Tutorial. Du Hund, ey. Cheater!
Der hat nee, ich hab vorhin noch einen Charakter angefangen und hab halt, ohne dass er gestorben ist, dann nochmal direkt von vorne angefangen, als du dann eingestiegen bist. Der Olle So. Knecht hat gerade irgendeinen Also Mörder-Kombo. mit anderen Worten, der Charakter ist lediglich aus dem Tutorial raus. Ich habe den Asylum-Dom schon zweimal besiegt, Der bevor du Olle es gemacht Knecht hat hast. gerade irgendeinen Mörder-Kombo So. gestartet und das ist eine Nebelwand. Wulf, Nebelwände sind toll. Bitte lass das kein Boss sein. Was, der lebt noch? Das Wieso sieht soll es aus, kein Boss sein? weil das nach Bossraum aussieht. Nee. Nee, ist es doch nicht. Da ist so ein schwarzer Ritter auf mich zugekommen, den ich erstmal ordentlich backsteppe. Da unten gibt's, glaube ich, keine schwarzen Ritter. Na klar doch, die mit so einem Totenkopf. Ist aber keine Ja, schwarzen Ritter. ich meine die Todesritter halt. Zweiter Backstep. Hey, da liegt noch ein Shiny. Die Was hab kann ich denn man da wieder übersehen? aber gut backsteppen, diese Typen. Ja, warum nicht? Ich höre irgendwas anderes noch. Langschwert. Was ist denn das da? So ein Klumpen oder was? Und so ein explodierender Totenschädel schon wieder. Ja, kannst du schon mal auf die Katakomben einstellen. Was zum... Nö. Was denn, Wolf? Ach so, ich weiß, was du meinst. Die explodierenden Totenschädel, wo die herkamen. Ey, ich habe nur mehr zwei. Was? Ist das Teil schnell? Das ist ja unfair. Und kotzt mich an. Und Wehtoje! hinter mir ist ein Ritter. Ich habe ihn schon gehört. Und jetzt habe ich ihn gesehen, nachdem er mich gepikst hat. Und er verfolgt mich, der Blödling. Blödling. Verbacksteppe ich ihn. Nein, nicht mich treten. Nein, das Viech kommt mir hinterher und kotzt mich an. Da läuft er so mal wie eine Mettwurst rum, ich glaube es hat. Achso, der lebt noch. So. Stimmt, kann mich ja wieder menschlich machen, ich Vollidiot. Wollen wir hier Weiber gucken? Das ist ja auch vorhin passiert. Hast du auch vergessen, dich aus der Mittwoch rauszuholen? Naja, Renne. Hab ich ja gesagt, da war ich irgendwie schon da oben. Und ich so, ups. Na geil, macht das Schaden, so gut wie gar nicht. Oh Gott, sieht das scheiße aus. Kotz mich nicht an. Oh, er hat mich angekotzt. Ich habe nur mehr ein Flakon. Was? Ich bin. Was ist denn das jetzt? Ekelhaftes Zeug. Wie werde ich das los? Was ist los, Wolf? Hast du Spaß? Nein, nicht mehr so ganz. Ach so. Cool. Das kannte ich noch gar nicht. Was denn? Man kann hier beim Online-Modus kann man irgendwelche Blutflecken berühren und dann sieht man praktisch, wie die Leute gestorben sind. Ach so. Das ist Ja. witzig. Oh, der ist runtergesegelt. Ja, lauf mal menschlich rum hier, genau. Da bin ich jetzt. Du Blondschopf. Ich kann den nicht abknallen. 5000 Seelen bringt der? Geil. Guck nicht so, explodierender Totenschädel. Ich habe keine Estus-Flakons mehr, das ist dumm. Ich war so sicher, dass ich mich gut vorbereitet habe. Warum ist ein Ja, aber scheiß Gargoyles, ey. Shiny? Die brauchen einen nur mal kurz schief anzugucken. Da kann es schon vorbei sein. Alter. Gibt's denn Jetzt hat mich irgendwie. diese scheiß Anfangsratte vergiftet. Was soll denn das? Gibt's hier nirgendwo ein Leuchtfeuer? Nein. Echt nicht. Das war geflutet, Wolf. Denk doch mal nach. So doof. Ja, gibt's ja Shortcuts und so. Habe ich noch keinen entdeckt. Tja, muss ich besser umgucken.
So mal bitte, es reicht. Naja, ich verstehe es nicht. Oh, das hat wehgetan. Kann ich sogar verstehen, dass du sauer bist. Er ist tot. Ein Backstep, ein Pfeilschuss. Und dann hat er nichts mehr zu lachen, der Typ. Der Wolf ist einfach zu krass. Oh, Leckerli. Menschlichkeit, nur deswegen. Teste gegen Menschlichkeit. Oh, ein Rundschild. Obwohl ich. Was? Willst du mich verarschen? Osoma, bitte! Das kannst du benutzen! Das Rundschild ist schlechter als das Plankenschild. Aber es sieht besser aus. Los, benutze es. Musste jetzt doch leider Menschlichkeit verwenden. Das Rundschild ist, ist schlechter als mein Holzbrett, ey. ETF. Brettchen sind OP. Ich höre doch was. Aber was? Und? Das auf, nee, ein Geräusch. Da ist auf jeden Fall ein Leckerli. Ich will da nicht hin. Moment, war ich hier nicht schon mal? Aber ich verstehe das mit den Gargoyles. Man will einfach nicht da hingehen. Ja, du kannst dich ja auch besser equippen, bevor du da hingehst. Da habe ich kein Problem mit. Nee, mein Problem ist erstmal den Kanalisierer da wegzukloppen mit den gebufften Mistviechern. Die sind ja, ziemlich nervig. Mit dem habe ich eigentlich keine Probleme. Sind wir nach oben? Hier hat jemand vor dem Abfall von Moser Schatz hingeschrieben. Ja, ist doch so. Das war eins, was bei Jaucheküchlein steht. Das ist ja, noch der wahre Schatz. Ich freue mich, dass ich mal den Online-Modus habe. Ist da gar nichts mehr? Musste mal invasioniert werden von einem. Das wäre bestimmt lustig. Kannst du mal PvP machen? Pass auf, Menschlichkeit. Ah ja. Oh, das ist so verwirrend. Ich weiß mittlerweile gar nicht mehr, wo ich bin. Bist du eine Mimik? Nee. Riesenglut. Da habe ich noch nicht rausgefunden, wofür die ist. Lol, ich habe die Balderrüstung. Oh, sie ist schwer. Das ist aber noch eine normale Rolle. Vielleicht ziehe ich die sogar an im Kampf. Zur Waffenumwandlung erforderliche Glut. Eine riesige Glut von besserer Qualität wird von den Schmieden von Astora bearbeitet. Zur Umwandlung von Standardwaffen plus 10 ermöglicht Versteckung auf plus 15, ähnlich den legendärsten Waffen. Geil. Leute, ich habe vergessen, dass die Viecher hier wieder belebt wollen. Ich will wissen, was du gerade machst. Der Typ hat mich gerade richtig ungünstig getroffen. Ich merke gerade die Zeit, 24 Minuten, aber ich müsste irgendwie einen Shortcut. Der hat mich mit einer Combo fast kaputt gehauen. Die Shortcut wäre jetzt natürlich echt Bombe. Nein. Ja, du hast doch einen Schlüssel und Aufzug oder nicht? Der Wolf, der macht bestimmt wieder irgendwelche Spaziergänge da oben. Ah, ich habe noch gar nicht die Geste gelernt vom Schmied, das ist natürlich wichtig. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich herkam. Ich werde mal, werd mal hier einen Schnitt setzen und werde mich dann weiter umgucken. Wenn ich angegriffen werde, dann wehre ich mich natürlich. Nein. Doch, wie immer. Das war Dark Souls. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Für euch. Fette. Fette.